Herr Brandner, Sie haben versprochen, dass es keine Skandale geben würde am Anfang. Es gibt ja auch keine. Genau. Ich weiß gar nicht, wo der Skandal ist. Die Abwahl von Herrn Brandner ist eine Mischung aus Dummheit und Anmaßung. Das ist der Skandal. Wieso ist der Judaslohn in irgendeiner Weise antisemitisch? Da ist wohl die Volksbildung inzwischen nicht mehr präsent. Also, was hier geschehen ist, ist eine Zumutung. Was der Gauland muss denn der Antisemitismus sein, Herr Gauland, bis Ihnen mulmig wird? Entschuldigung, was ist das Wort Frage? Judaslohn was antisemitisch? Das ist eine dumme Frage. Hat Herr Lauterbach gebraucht, hat Herr Kahrs gebraucht, konnte man in der Presse nachlesen. Was ist denn daran antisemitisch? Frage. Meinen Sie das ernst? Judas und Jude hat nichts miteinander zu tun. Christus war Jude. Und die 12 Jünger waren Juden. Ganz ehrlich, das und Judas war auch Jude. Das was soll absolut der Quatsch? Von Nichtbildung. Was ist das für eine dumme Frage? Ich hatte ja auch ausgeführt, dass dieser Vorwurf ja nicht mal mehr von den Altparteien verfolgt wurde. Da sind die ja zurückgerudert und haben tatsächlich gemerkt, da hat unsere Bildung offenbar eine Lücke gehabt, haben die Altparteien sich gedacht und jetzt machen wir mal was anderes. Sitzenden Böhringer und Münzenmeier gibt es keinerlei Bestrebungen, sie abzuwählen. Wie erklären Sie sich das? Also, da gibt es ja offenbar keine Kritik an der Amtsführung. Naja, jeder sucht sich halt einen aus, jetzt ist der Brandner weg und dann kommt der nächste dran. Das ist doch eine ganz übliche Salamitaktik, die hier verfolgt wird, wie es immer schon ist. Das ist die erste Scheibe. Das ist die erste Scheibe, genau. Keine Angst davor. Sehen Sie selbst überhaupt keine Schuld an der Situation? Die anderen Oppositionsparteien haben natürlich Angst davor. Aber wenn Sie sich mal anschauen im Deutschen Bundestag, es gibt keine Oppositionsparteien im klassischen Sinne mehr. Es gibt eine Einheitsfront von dunkelrot bis schwarz-gelb irgendwo. Da wird untereinander gemauschelt. Schauen Sie sich diese peinlichen Auftritte an, wenn Beschlussunfähigkeiten im Bundestag festgestellt werden sollen, wo ja auch ein Oppositionsvertreter im Sitzungsvorstand normalerweise sitzt. Alles immer einer Meinung. Hauptsache, es geht gegen die AfD. Mit Inhalten hat das überhaupt nichts zu tun. Mit wem werden Sie denn den Ausschussvorsitz nachbesetzen? Wird die Fraktion darüber beraten. Das haben wir noch nicht getan. Wir haben erstmal die Entscheidung abgewartet. Aber Sie werden das tun? Das weiß ich nicht, ob wir das tun. Wir werden in der Fraktion darüber ergebnisoffen beraten, wie es so schön neudeutsch ist. Wird das eine integre Persönlichkeit sein? Wir haben nur integre Persönlichkeiten. Stellen Sie nicht solche Fragen. Also wirklich ziemlich dumme Fragen. Was sind Sie denn für einer hier? Von welchem Verein sind Sie denn? Also unglaublich. Sind Sie vom Juristinnenbund wahrscheinlich, oder? So, gibt's. Herr Gauland, also können wir jetzt. Aber bitte an Herrn Brandner. Schon wieder so eine grobe Frage. Hätte man zur Mäßigung aufrufen müssen, es war ja. Ja, völlig klar, um was es ging. Es ging um die Äußerung zum Beispiel auf Twitter, es ging um die Wortwahl auf Twitter. Hätte es nicht eine Möglichkeit gegeben, dass Herr Brandner seine Wortwahl auf Twitter ändert und dort trotzdem seine Meinung äußert? Also, Herr Brandner hat sich für den Retweet entschuldigt im Plenum, da war ich selber dabei. Und die andere Geschichte nochmal, ist in keiner Weise, in irgendeiner Weise angreifbar. Das ist nun mal ein Begriff Judaslohn und es haben auch andere gebraucht. Von daher sehe ich nicht eine Mitschuld und ich sehe auch nicht, für was sich Herr Brandner ununterbrochen entschuldigen soll. So, ich glaube, es ist jetzt auch alles ziemlich redundant. Ja, ja. Er mäßigt sich schon stark. Ja. Was glauben Sie, wie wir gemäßigt heute auftreten? Ja. Aber es war